Jo Leute, was geht ab? Und zuallererst hören wir uns jetzt mal den Auspuff von außen an, weil das ja so viele gefragt haben. Ist zwar im Helm jetzt drin, aber das Mikrofon, aber er ist trotzdem gut laut. Ja, so muss es sein. Okay, los geht's. So gut das Glück wieder auf meiner Seite ist, regnet es jetzt wieder. Ihr habt jetzt mal ein bisschen den Sound gehört, auch während der Fahrt, wie ich wegfahre, im Stand, wie sie sich anhört. Haben mich echt viele noch gefragt, deswegen habe ich das jetzt mal ganz vorne ins Video reingepackt. Und ich finde, der Sound ist brutal. Es war jetzt leider an der Autobahn ziemlich nah dran, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das Mikrofon umgeschalten hat. Weil das dämmt ja dann immer die Nebengeräusche und dann ist natürlich der Sound nicht so laut. Aber ja, um das soll es gar nicht gehen, sondern heute soll es mal drum gehen, die Spiegel. So, mich fragen immer so viele Leute und ich habe auch im Internet schon so oft dazu was gesehen, aber jeder beantwortet es einfach nur mit E-Prüfzeichen. Alter, da kriege ich echt einen Hals, weil man kann sich doch nicht auf sowas verlassen. Naja, ich erkläre euch heute mal, was ihr machen müsst, dass diese Spiegel legal sind. Also, es gibt vier Punkte. Der erste ist natürlich logisch. E-Prüfzeichen muss am Start sein. Erstens, das haben die. Ich habe die auch unten verlinkt. Gönnt euch die, wenn ihr die noch nicht habt oder euch interessiert für die. Dann müssen sie es müssen zwei Spiegel sein. Es darf nicht nur einer sein, was viele auch machen, einen auf dem Moped zu haben, sondern nein, es müssen zwei Stück sein. So, also zweiter Punkt, zwei Spiegel. Dritter Punkt, das wissen jetzt schon viele nicht mehr. Die Spiegel dürfen einen Blickwinkel von 55 Grad nicht unterschreiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier geradeaus auf mein Sichtfeld gucke und ich möchte jetzt in meine Spiegeln gucken, dann dürfen die einen Winkel, mit dem ich mit meinem Kopf nach unten bewege, nicht weniger als 55 Grad haben. Wenn ich jetzt so gucke, nee, ist auf jeden Fall weniger als 55 Grad. Jeder, der was sich in Mathe auskennt, der weiß auf jeden Fall, wie viel ungefähr 55 Grad sind. Und das trifft auf jeden Fall auf meine Spiegel zu. So, letzter Punkt, warum sie legal sind. Weil sie von der Mitte vom Lenker auf beiden Seiten 26 cm entfernt sind von der Mitte vom Lenker. 26 oder 28 cm. Ich schreibe es euch noch mal rein. Das müssen sie auf jeden Fall auch noch haben. Also von der Mitte aus 26 auf die linke Seite, 26 auf die rechte Seite und dann seid ihr komplett legal unterwegs. Und wenn ihr das der Polizei sagt und ihr kennt euch so aus, weil ihr sagt, ja, ich habe mich erkundigt, das trifft zu, das trifft zu, das trifft zu, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, dass sie legal sind, warum sie legal sind. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video jetzt weiterhelfen. Und dann sieht man sich spätestens im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin. Ciao.